So, jetzt machen wir Ausfallschritte. Die Übung geht jetzt so: Ihr stellt euch hin, macht es abwechselnd mit dem rechten und linken Bein einen Ausfallschritt nach vorne und wechselt quasi immer die Beine. Ein paar wichtige Sachen beim Ausfallschritt: Wir wollen schauen, dass der Oberkörper gerade ist. Das heißt, wir wollen uns nicht so vorlehnen, nicht auf die Seite da, nicht so ganz hinten. Schauen, dass der Schwerpunkt im Oberkörper in der Mitte ist, dass die Zehe nach vorne zeigt, nicht so schief, weil es ist sonst ungesund fürs Fußgelenk. Zehe nach vorne, das Knie soll generell nicht über unserem Fußgelenk sein, das heißt, das Bad ist perfekt so, so wollen wir es nicht haben. Das hintere Bein, also das hintere Knie soll nicht am Boden sein und die Hände sollen halt am besten auch nicht deponiert umhängen, wenn wir dann wirklich im Spiel benutzen. Jetzt können sie sich einfach nach unten hängen. Aber damit ihr wisst, wofür wir den Ausfallschritt brauchen, den brauchen wir eigentlich mehr als in der Hälfte vom ganzen Feld oder sehr, sehr viel im Badminton. Ganz im Vorderfeld und im Hinterfeld auch manchmal. Und jetzt noch ein paar Vorschläge, dass man den Oberkörper ein bisschen aufrechter hält beim Ausfallschritt. Ihr könnt zum Beispiel einen Schläger oder einen Stock oder sowas nehmen, ihr könnt euch den da hochhalten und dann den Ausfallschritt machen, nur wechseln. Ihr könnt aber auch variieren, einen Federball oder einen Becher nehmen oder kreativ werden, wie ihr wollt, und euch den am Kopf stellen und schauen, dass der nicht runterfliegt. Und dann halt die Ausfallschritte machen. Für alle, also grundsätzlich würde man sagen 10 Ausfallschritte auf jeder Seite, das heißt insgesamt 20. Und für wen das zu leicht ist, der kann durch mehr machen. Für wen das zu schwer ist, der soll weniger machen. Und für alle, die sehr sportlich sind oder die das viel zu einfach ist, die können auch direkt wechseln, das heißt, die brauchen nicht zurückkommen, sondern die gehen in den Ausfallschritt und dann wechseln sie im Sprung. Und das machen sie auch 20 Mal. Also 10 Mal auf jeder Seite. Und halt nach Bedarf mehr oder weniger, wenn es zu schwer und einfach ist. Und ja, viel Spaß. So, jetzt machen wir eine kleine koordinative Übung für euch. Als erstes machen wir mal nur die Beine. Und der Rhythmus für die Beine geht so, dass wir in der Mitte anfangen, dann hüpfen wir auf die Seite, dann hüpfen wir wieder in die Mitte, dann springen wir mit dem rechten Bein nach vorne, mit dem linken Bein zurück, so, dann wieder in die Mitte und dann das Ganze umgekehrt, dass wir mit dem linken Bein nach vorne hüpfen, mit dem rechten zurück, dann wieder in die Mitte und dann wiederholen wir das Ganze. Okay, also nochmal langsam, Bein auseinander, wieder zusammen, rechts vor, links zurück, wieder zusammen, links vor, rechts zurück, wieder zusammen. Und dann wiederholt sich das alles. Das heißt, im Endeffekt schauen die Beine dann so aus. Okay? Jetzt könnt ihr das Video pausieren und das mal üben. Wenn ihr das dann gut könnt, dann macht es weiter im Video, weil jetzt steigern wir das Ganze. Der nächste Schritt ist, dass wir die Hände dazu nehmen. Wir haben jetzt quasi drei Schritte. Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt. Und jeder Schritt gibt jetzt noch Hände dazu. Das heißt, wenn die Beine auseinander gehen, gehen wir mit den Händen auseinander. Wenn wir in der Mitte sind, sind wir wieder zusammen. Wenn das rechte Bein vorgeht, gehen wir die Hände vor, dann wieder zusammen. Wenn das linke Bein vorgeht, tun wir mal den Arm kreisen. Wieder zusammen. Okay? Also auseinander, Hände vor und Arm kreisen. Und das Ganze machen wir jetzt wieder. Das heißt, das schaut so aus. So, jetzt, wenn ihr so weit kommen seid, super, ist nicht einfach die Übung. Und jetzt könnt ihr das pausieren, das Video wieder, und wieder fleißig üben. Schauen, dass das super hinkriegt. Jetzt machen wir das Ganze noch einmal schwieriger. Der letzte Schritt ist es, die Beine bleiben ganz genau gleich, da ändert sich nichts. Nur die Hände ändern sich. Weil die Hände machen wir jetzt nicht mehr auseinander, vor und dann Arm kreisen. Weil die Hände machen wir jetzt nur noch auseinander und vor. Das heißt,
wenn wir die Beine auseinander geben, noch immer ganz normal Beine aus, Hände auseinander. Dann wieder zusammen, wieder vor. Nur dann kommt nicht das Armkreisen, sondern gehen die Hände wieder auseinander. Und dann beim zweiten Durchgang, wenn die Beine auseinander gehen, gehen die Hände vor. Und dann geht das Bein vor, die Hände gehen auseinander. Und das Ganze wiederholt sich aber auch irgendwann wieder. Das heißt, am Schluss schaut das Ganze dann so aus. Die nächste Übung braucht ihr einen Ball und einen Schläger und wir werden jetzt den Ball vom Boden aufheben. Dazu ist es am besten, wenn der Ball mit der Spitze zu euch zeigt. Dann legt ihr den Schläger mit der Kante auf die Seite des Balles, fahrt runter, dreht den Schläger und hebt ihn auf. Dann wieder auf den Boden, Spitze zu euch, anlegen, aufheben. Das könnt ihr mal üben und beim nächsten Training dann zeigen, was ihr könnt. Viel Spaß! Lernen, nämlich Jonglieren. Beim Jonglieren brauchen wir drei Bälle oder ähnliche Gegenstände. Wichtig ist vor allem, dass zwei von den Bällen in eure Hand passen, damit ihr sie gut fangen und werfen könnt. Wir beginnen aber mit einem Ball. Die erste Übung ist, den Ball von einer Hand in die andere zu werfen. Der Ball soll ungefähr in Augenhöhe oder ein wenig höher geworfen werden und wichtig ist, dass die zweite Hand sich so wenig wie möglich bewegen muss. Das heißt, ich werfe so gut wie möglich in die Hand hinein, nicht irgendwo da vorne oder da hinten, auch nicht so über die Hand drüber, dass ich seitlich fallen muss. Also schauen, dass ich möglichst wenig die Hand bewegen muss. Wenn ich das schaffe, dann kann ich einen zweiten Ball dazu nehmen.
Jetzt werfen wir die Bälle immer abwechselnd. Wir werfen den ersten Ball. Wenn der ganz oben ist, werfen wir den zweiten Ball. Dann fangen wir beide und dann geht's wieder los. Das war schlecht geworfen. Ja. Genau. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Wichtig ist, dass der Ball wieder nicht zu hoch und nicht zu tief geworfen wird und dass beide Bälle ungefähr gleich hoch geworfen werden. Wenn ihr das schon richtig gut könnt, könnt ihr zum nächsten Schritt übergehen. Mit drei Bällen jonglieren. Jetzt geht es ähnlich weiter. Das heißt, ich werfe den Ball, wenn der ganz oben ist, werfe ich den nächsten Ball. Und wenn dieser Ball oben ist, werfe ich den dritten Ball. Und dieses Mal gibt es keine Pause, sondern jetzt werfe ich immer weiter. Genau. Wenn ihr das noch nicht gut schafft oder wenn ihr das schon so gut könnt, dass ihr eine neue Herausforderung sucht oder wenn ihr vielleicht gar keine Bälle zu Hause habt, dann könnt ihr auch probieren, mit anderen Sachen zu jonglieren. Man kann natürlich andere Bälle nehmen, wie ich zum Beispiel hier diese Stressbälle. Oder zum Beispiel Socken. Oder mein Vorschlag ist mit Klopapier rollen. Das ist ziemlich schwierig, aber mit ein bisschen Übung schafft man auch das. Oder auch nicht. Probiert einfach mal mit verschiedenen Sachen zu jonglieren. Testet das aus. Umso unterschiedlicher ihr jonglieren könnt, desto besser werdet ihr auch mit den normalen Bällen. Und vielleicht könnt ihr auch einen kleinen Wettbewerb machen mit jemandem, wer es schafft, mit den schwierigsten Sachen zu jonglieren. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei.
euch eure Eltern gegen die Wand spielen lassen. Dann machen wir eine Minute Wandbadminton. Das schaut so aus. Einfach mit dem Ball gegen die Wand. Der Ball kommt erstaunlicherweise auch wieder zurück. Eine Minute und zählt einfach mit, wie oft es in der Minute schafft. Für die, was keine Wand haben, einfach eine Minute lang wippen. Insgesamt 3 Übungen. Jede Übung machen wir 30 Sekunden. Kennt wahrscheinlich jede Übung. Als erstes den Plank, ganz normal, Baumstamm. Dann direkt den Wechsel zu Rechtsstütz und dann den Linksstütz noch einmal. Dann fangen wir gleich mal an mit dem Plank. Wichtig beim Plank, bei der Übung, ist, dass ihr euer Becken nicht zu weit oben habt oder zu weit unten. Das heißt, wir wollen nicht durchhängen, wir wollen eigentlich ein gerades Brett haben. Wichtig, der Kopf soll nicht zu viel nach oben oder so nach unten hängen, sondern soll in der Verlängerung mit der Wirbelsäule sein, also gerade nach unten schauen. Ihr könnt die Hände gerne so zusammenhalten, so hinstellen wie ihr wollt. Und dann wechseln wir auf den Rechtsstütz. Da drehen wir auf, stützen uns mit den Beinen ab. Da, wir versuchen da 90 Grad zum Boden zu haben und die Hand haben wir da oben, nicht über dem Kopf oder sowas, nicht abstützen, sondern da so aufstützen, hinlegend. Und dann machen wir das wieder, 30 Sekunden. Die Zeit vergeht eh relativ schnell, ist keine Sorge. Dann das nächste, wechseln wir wieder direkt den Linksstütz rüber. Genau das gleiche wie der Rechtsstütz, nur mit der linken Hand, ist eh logisch, wir wollen wieder die Hand da aufliegen, da aufstützen. Und für alle, die das zu schwer ist, für die Größeren, die können das gerne länger machen und selber mitstoppen. Und ich hoffe, dass ihr das alle schön bafft macht und das bringt auf jeden Fall was. Und das war's auch schon wieder. Ganz schnell, 1,5 Minuten was gemacht. Wenn ihr das jeden Tag macht, ist das super und viel Spaß. So. Jetzt am Schluss habe ich auch eine kleine Extraübung für euch. Die kann man immer machen, wenn zu Hause gerade gewaschene und getrocknete Wäsche irgendwo zur Verfügung ist. Damit könnt ihr euren Eltern auch gerne eine Freude machen. Und zwar ist die Übung die, wir legen die Socken zusammen und versuchen sie dann in den Korb zu werfen. Ihr könnt dann zu Hause natürlich den Korb auch weiter wegstellen, das konnte ich jetzt nicht wegen der Kamera. Und könnt schauen, wie weit ihr es schafft, immer noch den Korb zu treffen. Was ihr dann auch machen könnt, ist, dass ihr schaut, dass ihr es so schnell wie möglich schafft, die Sachen zusammenzulegen. Und wenn ihr jemanden zweiten habt, der vielleicht auch mitmachen möchte, könnt ihr einen Wettbewerb machen. Jeder bekommt gleich viele Socken. Gut durchmischen, damit es auch fair ist mit dem Zusammensuchen. Und dann so schnell wie möglich zusammenlegen und in den Korb werfen. Viel Spaß dabei und ich hoffe, dass ihr jemanden findet, mit dem ihr euch hier messen könnt. Und vielleicht auch gleich jemanden eine Freude damit machen.